So, er ist weg. Yes? Oh. Außergewöhnliches Schwert. Oh. Mauer der alten Gerun? Gib das mal her. At once. Was ist das Schönes? Hervorragend Schildabwehr, erlittene Treffer, vergleichen. Das ist hervorragend, das heißt, das ist noch besser als mein aktuelles Schild. Wie sieht es bei Edea aus? Nee, bleiben wir lieber bei dem da. Gut. I'm here. Schwere Verbrennungsgewandtheit und Schadensreduktion gegen Feuer. Hm. Ja. Ich reise jetzt in die Nordlandschaft, da kann ich dann auch mal kurz rasten, weil ich glaube, nach 3 Tagen Reisen sind sie alle erschöpft. Magisch wieder abgeschlossen, okay. So, hier war ja, sie exportiert den mal. Im Pferde war Watte, war unterwegs nach Kietnur, wurde auf der Straße von Begatten, sie musste fliehen. Überlege dir, deine Sicherheitsmaßnahmen zum Schuss von Reisenden zu verstärken. Hm. Ja, das heißt, ich werbe mal wieder Leute an. Vorhutsoldat. Beratpriester. Ein Goldpaktritter. Eine Hüterin der Wildnis. Schockmagier. Machen wir mal voll. Und noch ein Linienbrecher. So. So, die Höhle ist da oben. Da rennen wir jetzt mal schnell hin. Dann rasten wir mal kurz. Ja, Schadensreduktion. Wobei, du kannst eigentlich auch Schaden gegen flankiert machen. Du bist im Halbschlaf, weil sie eine Flut von unbetäubten Flüstern überrollt und deine Sinne angreift. Das Ich-Gefühl deines Verstandes. Ihr Brüllen wird jeder Nacht lauter, ihre Angriffe kühner. Weniger auf dein Unterbewusstsein versteckt. Eine vertraute Stimme kämpft sich durch das Gewirr und ruft nach hey. Dir. Hey! You gotta stop it with that. I just about punched you to snap you out of it. You were saying things, but they weren't any words I ever heard. You were shaking so hard, I thought you'd crack your spine. Hey, hey, Edea rollt die Augen erleichtert
dass du ihn anblickst. Er schüttelt den Kopf. Du musst damit aufhören. Ich habe dich halb verprügelt, um dich aufzuwecken. Du hast geredet, aber nicht in Worten, die ich je gehört habe. Und du hast so stark gezittert und gezuckt, dass ich dachte, du würdest dir das Rückgrat brechen. Was ist aus dem Eimer mit kaltem Wasser geworden? Er zuckt mit den Schultern und blickt weg. Er kann sein Lächeln nicht verbergen. Was würde ich nur ohne einen Freund tun, der mich schlägt? Well, it's nice to feel needed. I'd evoke you sooner, but I thought it'd be nice for you to be able to close your eyes a bit. Folks don't last long without sleep. Der hebt die Augenbrauen. Schön, wenn man gebraucht wird. Ich hätte dich ja früher aufgeweckt, aber ich dachte, es wäre gut, wenn du ein wenig die Augen schließen kannst. Ohne Schlaf fällt niemand lange durch. You're twitchy these days. Reminds me of Meyerwald more than I'd like. Anything I can do, you just let me know. We're close on this one. Hang on a little longer. We'll get you fixed up. Du bist zurzeit sehr unruhig, das erinnert mich an Meerwald, mehr als mir lieb ist. Wenn ich etwas tun kann, sag es mir einfach. Es fehlt nicht mehr viel. Halte noch eine Weile durch, wir kriegen dich wieder hin. Ja, das hoffe ich doch. Also ich bin mir eigentlich sicher, weil sonst könnten wir schlecht Deadfire spielen. So. And what does the flame reveal? So, ein Safe machen. Hier sind wilde Druiden. Das könnte anstrengend werden. La. So, das ging ziemlich schnell. I'm here. Na, Goldrot Priem. At once. Und Devin's Kopf. So. Das heißt, wir können jetzt in die Waldendebenen. Dort die letzte und das alles abgeben. Und dann hoffen, dass das mit den Kopfgeldern war. So, wir wollen auf die World Map. Aber eigentlich müsste das dann mit den Kopfgeldern gewesen sein. Weil, wie gesagt, es gibt jetzt keine Orte eigentlich mehr, wo man groß Kopfgelder hinsetzen kann. Wir haben so gut wie in jedem Wildnisgebiet, außer vielleicht in den bei den Feuerfällen unter Ulmenküste. Oh, Gefolgsmannszeittag. Jungdrachen werden in 6 Tagen die Festung angreifen. Okay. Hier machen wir das bei dem Eiltempo. Wobei ich so eine Vermutung habe, dass sie hier oben sein wird.
Yep, die wird dann da oben sein. Weil hier auf dem verlassenen Pferdehof. Wird sie eher nicht sein. Margrin's fire casts light in dark places. Das hier sieht halt sehr passend aus. Aber selbst hier ist sie nicht. Ich bin doch in den Waldendebenen, ja, bin ich. Okay, ist sie doch bei den Pferden oder was? Oder ist hier, liegt sie irgendwo an der Kreuzung auf der Lauer? Aber an der Kreuzung war ich ja auch gerade. Ja, ich weiß, ich habe gerade den Turbo-Modus an. Hier ist sie. I shall be discreet. Okay, hier ist sie. Jetzt wissen wir, woher die Löwen kommen. Die sind von ihr eingeschleppt worden. My bow's ready. What? Love. Okay, ein paar Tiere umboxen. Got an arrow. So. Oh, und Alofs Stab hat die letzte Stufe erreicht. Plus 3 Entschlossenheit. Oh. Ein Kriegsbogen für Dovens. I'd be glad to. Der ist schon hervorragend sogar. Beratsglocken bräuchten wir bald mal welche. So, aber mehr können wir da nicht reinpacken. Gut. So, damit können wir nach Khet Nuur zurückkehren. Ich werde jetzt noch in die Forsthütte schnell reingehen, aber abgeben werde ich erstmal noch nichts. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber dass wir schon bei der Forsthütte sind. Also in der nächsten Aufnahmesession meine ich. Last thing the deer would need is another foreign colony. Das letzte, was der Dürrwald braucht, ist noch eine fremdländische Kolonie. Aha. Also ja, und was die Ausbauten angeht, können wir echt nichts mehr machen. Wir können dann noch in die Magieschmiedehalle gucken nachher. Aber im Großen und Ganzen, ja. Es geht nur fertig.
So, und hier würde ich dann mal speichern. Das ist jetzt Let's Play 38. 0830. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.